Hier eine wunderschöne Speed Control. Ja. Siehst aus den großen, schnellen Zirkeln, hat sie runtergeschaltet, das Pferd dann gewechselt in den anderen Galopp. Ihr seht ja auch, warum es so wichtig ist, dass die Pferde einhändig geritten werden, weil ihr seht, wie im Prinzip Gabi das Pferd mit den äußeren Zügel führt, also der Halsring, der außen am Hals an, ist der, der das Pferd begrenzt. Dazu muss das Pferd natürlich gut geritten worden sein, am Anfang im Snap-Robit. Es muss gelernt haben, sich von dem Zügel wegzustellen, damit es einhändig haltbar ist. Das Pferd hält natürlich auch an und geht rückwärts. In einem Rollback. Der Unterschied ist, ihr habt vorhin vielleicht schon mal den Spin gesehen, diese gelaufene Drehung, eben gerade der Rollback, eher die 180 Grad gesprungene Drehung auf der Hinterhand. Daraus ist dann in der Reining eben auch der Sliding Stop, der Rollback entstanden. Ein Rind ist abgehauen, der Reiter musste mit seinen Fingern das Rind überholen, musste an dem Rind stoppen und das Rind dann drehen, um zur Herde zurückzubringen. Das sind alles Elemente, die wir in der Reining wiederfinden, die aber ihren Ursprung haben in der Ranch Riding, in der Arbeit des Cowboys mit dem Rind, mit der Herde auf der Ranch. Sieht super aus, oder? Sehr schön. Ja, gerne, jederzeit. Wunderbarer Spin. Beim Spin müsst ihr mal darauf achten, was das Pferd macht. Das Pferd kommt auf die Hinterhand, diese starke muskelte Hinterhand, für die diese Vorderhäuser so berühmt sind. Da kann er nämlich Gewicht aufnehmen. Das heißt, das Pferd hat gelernt, mit die Hinterhand einzusetzen, Gewicht aufzunehmen, damit er leichtet der Schulter und kann diese tollen dynamischen Bewegungen machen. Ihr seht, dass das Pferd einfach nicht nur ein tolles Exterieur hat, einfach ein schicker Bursche und nett zum Angucken, sondern auch ein ganz tolles Mindset hat, ein tolles Interieur. Wie gesagt, ich denke, er ist der passende Freund für eure Stute. Ich weiß, dass in seinem Smartphone noch Termine frei sind. Sprecht doch einfach die Gabi mal an. Es gibt bestimmt ein hübsches Fohlen. Und wie gesagt, wenn ihr kein Bargeld habt, ist gar nicht schlimm, wir nehmen auch Kreditkarten. Und das ist doch mal was, wenn ihr heute Abend nach Hause kommt und dann eure Frau fragt, und was hast du wieder mitgebracht, eine Gerte, und dann sagt ihr, nee, ein Wegsprung, dann ist heute Abend auf jeden Fall für viel Gesprächsstoff gesorgt. Aber ist auch mal schöner, ne? Ich meine, die siebte Gerte ist ja auch doof. Ihr findet Gabi gleich am Stand von der Deutschen Quarter Horse Association gegenüber hier vom Sprecherpult. Dort könnt ihr eure Kontaktdaten abgeben und kommt ihr bestimmt ins Gespräch, wenn ihr Fragen zu diesem tollen Pferd habt, aber natürlich auch Fragen zu dieser wunderschönen Disziplin Ranch Riding, die so nah ist am ursprünglichen Reiten des Cowboys. Meine Damen und Herren, ihr Applaus, ganz lieben Dank. Gabi Escher, EH, one of Lina's finest.